2021 begann wie 2020. Leere Stadien und Vereine wie der Mannheimer Hockey Club, die Basketballer der BIS Basket Speyer oder die MLP Academics, die in der Warteschleife standen, bis es endlich wieder losgehen konnte. Und zwar richtig. In Heidelberg durften die Basketballer nach über 36 Jahren Abstinenz die Rückkehr ins deutsche Oberhaus bejubeln. Jubeln durfte auch die Hoffenheimerin Nicole Biller, die zur Fußballerin des Jahres gewählt wurde. Nastassja Schunk schaffte es herausragend ins Wimbledon-Finale der Juniorinnen. Auch bei der RG Heidelberg konnte wieder angestoßen werden. Dort sicherten sich die Jungs bereits zum 6. Mal in Folge den deutschen Meistertitel im 7er Rugby. Den insgesamt 6. Titel konnten auch die Gewichtheber des AV03 Speyer feiern. Apropos feiern, das wurde auch in Mannheim. Dort konnten die Tennisspieler von Grün-Weiß und die 100-Meter-Hürdensprinterin Ricarda Lobe ihren deutschen Meistertitel verteidigen. Außerdem diente die Quadratestadt auch in diesem Jahr wieder als Austragungsort einiger sportlicher Highlights, wie die Junioren-Bauhaus-Gala in der Leichtathletik und dem Final-Four-Turnier im Feldhockey. Dort haben die Damen und Herren des Mannheimer Hockeyclubs den Heimvorteil nicht ausnutzen können. In einem dramatischen 7-Meter-Schießen mussten sich die Damen mit dem deutschen Vizemeistertitel begnügen. Tränen gab es auch bei den Eulen Ludwigshafen, die trotz eines herausragenden Abstiegskampfes den bitteren Gang in die zweite Liga antreten mussten. Auch bei den Ringern der RKG Reiligen-Hockenheim und den Handballerinnen der Kurpfalzbären ist das Abenteuer Bundesliga erst einmal vorbei. Goodbye hieß es in diesem Jahr auch für den ein oder anderen Trainer und Funktionär. Beim 1. FC Kaiserslautern übernahm Marco Antwerpen für Jeff Saibene, auf dem Sportdirektorposten Thomas Heng für Boris Notzen. Auch beim SV Waldhof rumorte es, Geschäftsführer Markus Komp und der ehemalige sportliche Leiter Jochen Kienz sehen sich in wenigen Tagen vor Gericht wieder, weil Kienz gegen seine Kündigung klagt. Bei den Basketballerinnen der Baskets Heidelberg steht Dennis Schügern wieder an der Seitenlinie und in Sandhausen tauschte man den Trainer sogar insgesamt dreimal aus. Gewechselt wurde der Trainer auch in der Fußballnationalmannschaft. Dort steht nun der Bammentaler Hansi Flick an der Seitenlinie. Fußball-Europameister wurde Italien, das bescherte auch uns in der Ronn-Region unvergessene Partybilder. Und, ach ja, da war ja dieses Jahr noch etwas. Olympia, das größte Sportereignis des Jahres. Mittendrin zahlreiche Athleten aus unserer Region. Mit Kanute Max Lemke, Weitspringerin Malaika Mihambo, konnten zwei von ihnen sogar ihren Olympiatraum vergolden. Und das wurde natürlich gewürdigt. Der Sport Award Rhein-Neckar fand nach einem Jahr Pause wieder statt, ganz im Zeichen von Olympia. Ein Zeichen setzten dieses Jahr auch Elisabeth Seitz und Sandhausens Verteidiger Dennis Diekmeier. Die Mannheimerin turnte in einem Ganzkörper-Turnanzug, um auf Sexismus im Sport aufmerksam zu machen. Diekmeier engagierte sich bei der Kampagne Herz statt Hetze. In diesem Jahr haben aber auch große Persönlichkeiten ihre Karriere beendet. Leichtathletin Nadine Gonska, Gewichtheber Jürgen Spieß und Ex-Schwimmstar Philipp Heinz. Also trotz Corona hatten wir ja dann doch viele, viele Highlights in diesem Jahr. So kann es 2022 doch gerne weitergehen.